Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 15. Natürlich hier wieder auf Microsoft TV, mit dabei natürlich der Ice Dragon. Hallo. Und meine Wenigkeit der Bio. Ja, es schneit hier im Spiel und deswegen können wir jetzt aktuell nichts machen. Und wir haben gerade mal getestet, der Ice Dragon hat mal gerade den Holmer angemacht. Und ich habe trotzdem 60 FPS, das ist ja der Wahnsinn. Da muss irgendwie in der letzten Spielsession irgendein Problem gewesen sein oder so, keine Ahnung. Ja, ich kann nicht ernten, wenn es regnet oder hagelt. Regen oder Hagel. Ich kann zwar das Kraut abschlagen oben quasi, aber ich kann nicht die Rüben aus dem Boden holen. Ist vielleicht ganz praktisch. Ja, wir können aber dann, warte mal, Gleis, was ich jetzt schon sagen. Feld 18 können wir auch nicht machen, weil da müsste ja auch gedrescht werden. Ich guck gerade mal so durch, wo stehen wir denn nicht überall? Wie sieht's denn bei Feld 17 aus? So, hier ist der eine Traktor. Da haben wir die Bäume und hier ist der andere Traktor. Tja, es kam ja nun vermehrt die Fragen, warum jetzt erst wieder Folgen kommen. Ja, es ist halt leider, wenn man krank wird und der Kopf voll ist, ja, ruht man sich dann doch eher aus, als wie die nächste Spielsession praktisch aufzunehmen. Deswegen müssen wir uns entschuldigen dafür, dass wir keine Folgen präsentieren konnten. Die anderen Folgen, die online gekommen sind, die waren schon fertig gewesen, also die waren schon da. Sprich, man musste sie bloß noch hochladen, aber aufnehmen ging halt zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Und so topfit bin ich immer noch nicht. Mhm. Ja, also... bringt dann auch nichts, wenn dann die Fragen kommen, von wegen denn, wann die nächsten Folgen kommen. Ja, wow, sicher. Weil die Fragen sind ja berechtigt, aber... ja, aber wird ja schon einen Grund haben, warum alle anderen Folgen kommen und nur der Landwirtschaftssimulator nicht. Also, wir spielen den immer noch und wir haben keine Probleme mit dem Landwirtschaftssimulator, also um Gottes Willen. Bin ja auch zufrieden, dass es gerade mal funktioniert hier, aber der S-Dragon sitzt ja auch nicht drin. In dem Holmer DLC? Nee, hockst du gerade in dem großen Traktor? Was mache ich? Hockst du gerade im JCB-Trecker? Nö. Weil das Einzige, was wir machen können aktuell, ist nämlich Feld 17 zu besehen und zu düngen. Hm. Wo steht der denn hier eigentlich? Achso, der steht hier. Welcher, der kleine Traktor? Nee, ich habe gerade geguckt, wo unser Dingswagen steht hier, unser... Achso, könntest du oben mal natürlich ein bisschen die Lage reinschmeißen, ne? Oben. Deswegen, ja. Also hier nicht gerade, in diesem Futterdruck hier nicht, aber... Nee, da braucht nichts drin, also ein paar verschlafene Rinne hauen, das würde reichen dabei. So, genau, also... Da man hier eh ständig vorbeifährt an diesen Futterdingern, sieht man immer ganz gut, wie der Lagerstand ist, ob man da was machen muss oder nicht. Ja. In der nächsten Folge ist dann wieder der S-Ring praktisch damit aufnehmen. Mit großer Richtig. Freude. Richtig. Wahrscheinlich. Oh. Von allen, genau. Wie von allen? Ja, abgesehen von dir freut sich wahrscheinlich keiner darüber. Das kann sein, ja. Das kann wirklich sein. Für mich ist es einfach mal ein bisschen entspannter, denn ein Projekt weniger zu aufzunehmen. Was soll ich denn auf 17 drauf machen? Ist eine Idee? Mach mal hier, obwohl Mais haben wir jetzt noch genug, wa? Silage und so? Silage ist eigentlich überall noch gut vorhanden aktuell. Ja, dann macht er einfach mal wieder Gerste oder so drauf. Kann ja nicht schaden. Ja, dann kann man mal. Ich wollte ja auf die Rundballentechnik noch zurückkommen wieder. Weil die Quaderballen-Sachen habe ich ja verkauft. Ich mach mal was rauf, was uns Stroh bringt. Quasi. Ja, es kam auch die Frage, lieber Eis, vielleicht willst du dich ja selber dazu äußern, weil die kam immer von Marcel Eibsch. Warum du denn nicht im Projekt dabei bist, The Division? Kam die Frage. Da er das ja hier guckt, kannst du es ja gerne selber beantworten. Das ist ja jetzt nämlich irgendwas drin geschrieben. Nee, kann ich nicht beantworten. Ja, ist kein Problem. Das Problem, der Grund, warum ich The Division nicht mitmache, ist erstens, das Spiel kostet meines Wissens 60 Euro. Nein. Kostet halt 50 Euro. 45. Ja, kostet halt 45 Euro. Es kostet dann halt 45 Euro. Und ja, der Punkt ist eigentlich eher, es ist ein Spiel, was, ja, es ist nicht mein Hauptspielgenre, sagen wir mal so. Und
der Preis ist mir jetzt nicht unbedingt zu hoch, aber er ist mir zu hoch für ein Spiel, was ich wahrscheinlich denn nur fürs Let's Play spielen würde. Und dafür ist es mir dann doch irgendwie zu viel. Große Nachfrage, ja. Werner für Weizen. Haben wir nicht, dann werde ich Weizen aufmachen. Weißt du jetzt nicht, wie lange die Anfrage dauert? Wie lange die dauert? Ja, somit haben wir dann die Frage auch beantwortet, auf jeden Fall. Ja, also ich mache es nicht, weil mir der Preis für ein Spiel, was ich nur fürs Let's Play spiele, einfach zu hoch ist. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, habe ja schon ein paar Folgen mit Chaos aufgenommen. Ja. Das macht richtig Spaß, also. Und der Punkt ist, wir haben in der Vergangenheit schon auch teilweise Spiele gekauft, die wir dann nie Let's Played haben. Und die ich anscheinend auch nur deswegen gekauft habe. Wir hatten das, einige Spiele hatten wir da gehabt. Die gesagt haben, ja, das können wir Let's Playen, das können wir machen. Oder, ja, okay, dann kaufen wir das, haben wir das nie gemacht. Und das ist auch. Ach so, ja, gut, ja, klar. Ja, ja, aber die waren dann wahrscheinlich schon älter gewesen, die Spiele, oder? Oder waren die auch neu? Dann hat sich das wahrscheinlich so zeitlich einfach nicht ergeben, weil wir noch so viele andere Projekte wahrscheinlich am Laufen hatten. Ja, genau, das ist der Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir es einfach dann verworfen haben. Es ist einfach der Punkt, dass es sich nicht ergeben hat. Ja. Das ist schon richtig, aber es ist trotzdem so ein Punkt, wo man sich sagt, weißt du? Man hat schon. Vor allem, ich habe die Spiele auch nie gespielt dann. Ich habe die gekauft und habe die nie gespielt, weil ich habe sie halt auch nur fürs Let's Play gekauft gehabt, so nach dem Motto. Und, ja, sowas ist natürlich ärgerlich dann, ja. Klar, aber wie gesagt, auf The Division hatten wir uns ja schon mächtig gefreut. Also ich und der Chaos auf jeden Fall, der hat sich sogar doppelt gekauft. Einmal für PC und einmal für PlayStation 4. Okay. Und super begeistert davon. Und ganz ehrlich, so der erste Eindruck, wir sind ja jetzt weiter als in der Beta schon. Mhm. Ja, doch. War ich in der Dark Zone gewesen nochmal? Nee, in der Dark Zone waren wir noch nicht, aber da wollen wir noch hin. Also, das wollen wir uns nochmal angucken. Klar. Ich will mal wieder mitziehen lassen, ja? Naja, mal gucken, ne? Vielleicht metzelt ihr auch mal den Nieder zusammen. Jetzt haben wir keinen Hoshi dabei, der ständig vorrennt. ja. Also wie gesagt, bleibt dabei. Let's Play von The Division wird super. Ich habe hier ein Schild eingesammelt, ein Vorfahrtsgewehrenschild. Das liegt jetzt auf der Seemaschine drauf. So, Silage ist komplett nachgefüllt. Full. Schön, hab ich gesehen, haben wir ein bisschen Geld bekommen. Und ja, was kann man jetzt noch tun? Das ist die Frage. Du könntest dir ganz gemütlich die Spritze holen. Die Feldspritze. Muss ich erstmal gucken, wie hier ist. Ich meine, ich sehe gerade noch, solange wie ich ihn noch sehe, macht das eh nicht viel Sinn, aber. Ja, ich habe ein Vorfahrtgewehrenschild eingesammelt, das liegt jetzt auf der Seemaschine und ich fahre das hier spazieren. Ah. Ja, es ist irgendwie so lustig gefallen, dass es genau auf der Seemaschine drauf liegt jetzt. Und ja. Ja, wir kommen unserem Punkt doch immer näher, ne? Für 300 Folgen Landwirtschaftssimulator. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, dass wir irgendwann mal 300 Folgen vom Landwirtschaftssimulator aufnehmen, hätte ich auch nie gedacht. Nee. Glaube ich gern. Ja, und wir müssen uns überlegen, was wir machen. Wir über die Osterferien quasi, weil da habe ich Urlaub und da werde ich nicht zugegen sein. Da musst du ein bisschen lauter sagen, das hast du gerade sehr in deinem. Da werde ich nicht da sein über die Osterfeier, also über die Osterferien eigentlich schon fast, weil ich da Urlaub habe und da nicht anwesend bin quasi. Da werden wahrscheinlich die sämtlichen Multiplayer-Projekte, jetzt unter anderem der Landwirtschaftssimulator und der Boost-Simulator natürlich auch. Wahrscheinlich so lange ausfallen wahrscheinlich. Genau. Hängt natürlich davon ab, wie viele Folgen wir noch im Voraus aufnehmen, so nach dem Motto, wenn wir jetzt natürlich im Voraus noch entsprechen. Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wo die Spritze wäre, da du ja aufgeräumt hast, die steht da, wo sie immer steht. Nein, da steht nichts. Da ist nichts. Sie steht da, wo man sie auch auffüllt. Musst du denn die Türe zumachen oder was? Ja, damit es nicht reinregnet. Oder eher reinschneit. Ja, auf jeden Fall werden dann wahrscheinlich. Ja, aber ich gehe auch davon aus, dass wir nicht so viele Folgen im Voraus schon aufzeichnen. Nee, also so eine 15er Pause kommen dazwischen auf jeden Fall. Definitiv. Weil wir selbst, ich bin ja auch nicht wirklich da.
Also ich bin zwar, ich habe zwar keinen Urlaub, so wie der Ice Dragon, aber ja, ich setze mich dann eher an meine Singleplayer-Projekte ran, als dann... Genau, dann kannst du dich um die kümmern. Ne? Also wird's, also wir nehmen jetzt noch ein bisschen Folgen auf, jetzt so in den nächsten Tagen bis, ja, in den nächsten Tagen ist schon knapp gesagt, jetzt in den nächsten 2 Tagen, wo der Ice Dragon jetzt noch frei hat. Frei hast du jetzt, ne? Ich hab nur heute frei. Du hast nur heute frei, jo. Dann wird's, ja, weil ich gestern einen Überstundendienst gefahren habe. Dann wird's natürlich richtig eng. Also, ja, geht's doch nicht so lange. Ja, wir gucken mal. Siehst du, das Schild, was ich da spazieren fahre? Ja, und dann fällt's runter irgendwann. Nehmen wir die Folgen jetzt noch auf und dann ja, müssen wir gucken, dass ihr denn nach Ostern dann wieder da seid. Wie ja, gesagt, bei uns auf dem Kanal geht's trotzdem weiter halt mit meinen Singleplayer-Projekte. Unter anderem kommt ja auch noch mein geheimes Projekt. Ja. Und natürlich läuft ja dann noch American Truck Simulator. Da kann ich mich dann wieder voll und ganz ransetzen, weil ich ja dann die Zeit wieder dafür da habe. Dann wieder die Zeit dafür. Tja, so sieht's aktuell bei uns in den nächsten Wochen aus hier auf Microhazard TV. Also, ja, das Leben geht weiter, ne? Sagt man immer so schön. Ja, genau, das Leben geht weiter. Ja, in der nächsten Folge sind natürlich dann wieder das Bild von mir quasi, also in der nicht zeitgemäßen Aufnahme. Also wer auch immer das geschrieben hat, das wird in diesem Kanal nie verschwinden, diese Aussage. Irgendwann gibt's eine Best-of und da kommt's dann das erste Mal rein und dann machen wir so oft, wie wir das gesagt haben, in der nicht zeitgemäßen Aufnahme, dann schneiden wir dann irgendwann mal alle zusammen. Es sind auch nur 1200 Videos, die wir online haben, also das sei dazu gesagt. Also das wird dann sogar noch wahrscheinlich erwähnt werden, wenn ich denn doch irgendwann in der Zeit, wie wir das noch machen, irgendwann einen entsprechenden HD-Monitor habe, wird wahrscheinlich trotzdem noch erwähnt werden, weil ich dann halt eine zeitgemäße Aufnahme habe und wahrscheinlich trotzdem. Aber was auch nie vergeht, das sind die signifikante Wachstum an Abonnenten. Ja. Danke, Astragon, danke, danke. Du bist sehr freundlich zu uns. Ja. Ja, spontan hatte ich einen Trailer online gestellt gehabt, wo viele, viele Fragen hatten, oder was wahrscheinlich was verwechselt hatten. Und zwar geht es natürlich Landwirtschaft 2017. Da wollte ich nochmal kurz zu sprechen kommen drauf, weil da hattest du dich ja auch unterhalten und der eine meinte, ja, der sieht ein bisschen komisch aus, er bleibt lieber bei LS15. Ihr Lieben, das hat nichts, wirklich gar nichts mit dem Landwirtschaftssimulator 17 von Giant zu tun. Wenn ihr das Video geguckt habt, habt ihr am Anfang schon gesehen, dass es von Viz ist. Und Viz ist wer? VIS-UIG, richtig. Das ist der Landwirt. Den haben sie umbenannt in Landwirtschaft 2017. Heißt ja auch denn die Simulation. Ich glaub, das haben die mit Absicht gemacht, damit die Verwechslung ja. kommt. Das wurde auch harsch so kommentiert, auch in den, also nicht in den Medien, aber ich lese mich ja viel in so eine Online-Magazine. Das ist mit Absicht wegen Verwechslung halt genau gemacht, damit Leute das kaufen, diesen Schrott. Deswegen, ihr Lieben, das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, hat nichts mit dem Landwirtschaftssimulator 17 zu tun von Giants. Das ist halt wirklich von Viz Games und die sind natürlich bekannt hier unter anderem hier halt der Landwirt 2014 oder halt hier so ein Farmexperte-Gedöns hier. Also so ein Zeugs halt. Und dieses erscheint jetzt übrigens Ende diesen Monat schon. Also ja, kommt. Aber, ja klar, ist das so früh erscheint, die brauchen ja auch nichts programmieren, ist ja eh nur dasselbe wie immer. Ja, aber obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder, die man da drauf gesehen hat, die sahen schon ein bisschen anders aus. Aber der Landwirt 2014 war nicht schlecht. Ja, aber die Bilder, ja, der 14er vielleicht. Der 14er war nicht schlecht. Die Bilder, die man sieht, die sind immer irgendwie anders und drin steckt immer doch immer dasselbe. Irgendwie. Also wie gesagt, solltet ihr euch diesen zulegen wollen, dann Ende des Monats habt ihr die Gelegenheit dazu, dann soll er offiziell erscheinen. Der Holzfäller-Simulator allerdings, der ist auf unbekannte Weise weiterhin verschoben worden. Ich glaube, keiner ist traurig darüber. So, dann simulationstechnisch, ja, sieht es dann in diesem Monat dann doch eher mau aus, da kommt nichts mehr Großes. Wie gesagt, 2 Projekte kommen von mir noch direkt diesen Monat. Das sind Singleplayer-Projects, meine Geheim-Projects. Aber das eine kommt erst gegen Ende des Monats. Deswegen ist das nicht das geheime Projekt, sondern es kommt schon vorher. Also ich habe viele geheime Projekte hier. Ha! Alles streng geheim. Alles streng. Top Secret, genau. Ich habe es mal direkt auch mal nicht bei Steam gekauft, weil ich wusste, dass Steam wieder so blöde ist und das wieder nicht schafft, das wieder eine ordnungsgemäße Zeit.
Die machen es erst wieder um 19 Uhr frei. Richtig, richtig. Und da habe ich es mir diesmal dann direkt mal bei GOG.com bestellt. Hoffe natürlich, dass sie dann dadurch dann halt noch ein bisschen. Das verrät schon einiges, glaube ich. Nein, es ist kein Datum, nichts. Nee. Aber GOG, allein der Name GOG. Ja? Good Old Games. Good Old Games? Ja gut, die haben aber auch moderne Spiele drin. Die haben auch moderne, ja, aber Good Old Games heißt ja eigentlich, dass sie eigentlich hauptsächlich ältere Spiele haben. Richtig. Stardew Valley zum Beispiel, das ist auch ziemlich jetzt, das ist ein ziemlich Held geworden. Ich habe mir diesmal gedacht, das Let's Playste mal nicht, ja, und dann wird es ein Hit, ja, und dann könnte ich mich schon wieder in den Arsch beißen, auf gut Deutsch. Ja, nein. So, ihr Lieben, aber die Folge ist zu Ende. Ha, ich hab's geschafft. Der Ice Dragon ist für die nächsten 10 Folgen dran, ne? Genau, geht's weiter mit einer nicht zeitgemäßen Aufnahme. Richtig. Aber du nimmst ja trotzdem mit 60 FPS auf, ne? Naja. Naja. Also, so ein Luxus habt ihr schon. Oh, so ein Luxus habt ihr schon. Jetzt fange ich schon an zu spucken. Dieses Teilzeitgemäß. So, ihr Lieben, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich. Wir entschuldigen uns nochmal dafür, dass ihr jetzt ein paar Tage ohne Folgen da sein musstet. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem noch Spaß mit unseren anderen Folgen. Wie gesagt, der Bus-Simulator ist ja auch mit mir und der Ice Dragon. Sonst sehen wir uns dann also denn zur nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 15 natürlich hier wieder auf Microhazard wieder. Wir bedanken uns, sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschuhus. Tschüss.